Herzlich willkommen zurück zu Enshrouded. So, ja, ich habe alles ausgepackt, was ich auspacken musste. Ich glaube, ich gehe gleich mal hier hoch, oder? Hab repariert. Und jetzt gehen wir fix mal eben. Muss kurz gucken. Müssen hier hin. Die beiden haben wir erledigt. Wie viele Punkte habe ich eigentlich? Ich lasse die mal noch. Ich lasse die jetzt mal noch, weil ich müsste noch mal gucken, in welche Richtung ich mich entwickeln möchte. Oder soll, laut dieser Aufzeichnung im Netz, worüber ich mal gesprochen habe. Weil ich glaube, ich gehe hier weiter. Ich muss, glaube ich, hier zum schnelle Klingen rüber. Und dann Konstitution und danach, keine Ahnung. Deswegen müsste ich das noch mal eruieren. So, wir müssen jetzt auf jeden Fall 162 Meter in die Richtung hier. Oh. Ja, sehr gut. Aha. Hat sehr viel gebracht, was ich hier gerade gemacht habe. Räumchen. Hier kann ich rein. Was ist das? Hier. Was bringt das? Kann ich da irgendwie hoch? Ja, sehr gut. Leck mich an der Füße, Junge. Ich bin auch wirklich. Ich habe schon wieder Knoten in den Pfoten. Sehr gut. Hast du sehr gut gemacht. Ja, super. Unangenehm. So, ich gehe jetzt hier nochmal lang. Vielleicht gehen wir einfach ein bisschen vorsichtiger. ich muss, Oh, ich habe gleich kein Mias. Ich habe gleich kein Dings mehr. Das ist ja scheiße im Moment. Warte mal. Hier die Blumen, die Bücher. Hier war doch irgendwo eine Location, wo ich hin kann. Kein Miasma ist oder nicht. Hier, oh mein Gott. Okay. So, 160 Meter. Ich muss in die Richtung. Laufe jetzt erstmal hier hoch. Irgendwo muss ja die Location sein. Also erstmal hier lang. Und dann hier lang? Oh Gott. Ja, sehr gut, sehr gut. Hier geht's weiter. War ich hier nicht schon? Nee, offensichtlich nicht. So, und dann? Okay, wir kriegen das hin. Was ist das hier? Geh da mal rein. Burg Erstein. Burg Erstein. Okay. Ja.
Kann man hier wieder raufjumpen? Okay, Leute. Ja, das macht ja natürlich gar keine Abfrage. Weil ich ihn auch dumm gestellt habe. Ist mir aber Hupe, ne? Also ich weiß, wie es theoretisch geht. Ich weiß, er macht seine Attacken. Und dann hat er irgendwann seinen Maul auf und da schießt man mit einem Pfeil rein. Und dann ist er gestunt und dann mache ich genau das, was ich jetzt hier auch mache. Dann macht er wieder seine Attacken. Dann muss ich wieder mit einem Pfeil in sein Maul. Dann ist er wieder gestunt. Dann mache ich wieder das hier. Haben wir. So, okay. Neue Geschichte, Adel und Geschichte. So, gibt es hier noch ein bisschen eine Truhe oder irgendwas? Also, was haben wir denn jetzt gesammelt? Oh, Ring des Kommandanten. Das ist ziemlich geil, oder? Dann haben wir den Kopf jetzt. Wir können also jetzt weiterkommen. Hier ist ein Schlüssel zu Burg Erstein. Da sind wir ja jetzt, glaube ich, gerade. Also, ich nehme jetzt meinen Säbel und dann gehen wir hier raus. Wir haben jetzt den Schlüssel. Das ist sehr cool. Mal gucken, was in der Burg noch so alles ist. Vielleicht ist hier noch irgendwas Cooles. Können wir noch irgendwas mitnehmen? Nehmen wir noch ein paar Bücher mit. Das ist, glaube ich, gar nicht so verkehrt, ne? Ich ärgere mich jetzt gerade, dass ich die ganzen Tränke irgendwie ausgepackt habe. Ich hätte jetzt gerne ein bisschen Licht gehabt. Naja, egal. Oder haben wir jetzt ein Licht vielleicht irgendwo noch? Nee. Nur das Miasma-Zeug. Aber kein Irrlicht. Irrwürzlicht, oder wie es heißt. Keine Ahnung. So. So, wo geht's hier weiter? Haben wir eine Fackel? Ja, haben wir. Ach, guck mal, hier war mal ein Königspaar. Sehr schön. Damals. Seh nicht. Ja, das nehme ich sehr, sehr gerne. Okay, dann lass uns mal weiter. Hier war eine Treppe. Okay. Wir haben auch schon wieder Nacht, ne? Jetzt geh ich erstmal ganz hoch. Ah ne, hier komme ich gar nicht weiter. Was? Ist ja schade. Nee, komme ich nicht. Schade. Und jetzt? Jetzt sitze ich hier im Dunkeln? Hier war ich gerade. Also da hoch komme ich nicht, oder was? Wohl nicht. Ja, sehr cool. Dann würde ich sagen... Ah, hier ist noch eine Treppe. Ah, warte. Sehr, sehr gut, sehr, sehr gut. Vielleicht finden wir noch ein bisschen was Nices hier. Könnte ja sein.
Im Miasma. Was ist hier los? Was ist das? Bisschen kleines Labyrinth, würde ich fast schon sagen. Hier waren wir schon. Okay, alles klar. Okay, warte. Ich bin wieder zurück. Und nochmal. Habe ich irgendwas übersehen hier gerade? So ein Bett wäre cool. Schon ein bisschen nice, ne? Wünschte es wäre Tag. Okay, was ist da drüben? Oh. Ja. Nichts. Doch, hier ist so eine Wand. Segel setzen. Wohin er auch geflohen ist. Gormander ist alleine oder bei einer anderen Kurtisane. Die Stadt ist überrannt. Sie haben früh morgens unsere Mauern niedergerissen und hüllen unsere Stadt nun in dicken, atemraubenden Nebel, dessen Farbe an Straußenfedern erinnert. Jetzt hocke ich hier, allein, zum ersten Mal seit Jahren, wie ein kleines Mädchen. Mein Herz flattert wie ein aufgeregter Kanarienvogel in seinem Käfig. Ich hätte weglaufen und mir ein Schiff besorgen sollen. Es vielleicht kapern können. Immerhin kann ich fechten und eine Karte lesen. Vielleicht ist es noch nicht zu spät. Ich könnte immer noch mit dem Blau des Meeres aufwachen und das Salz auf meiner Haut spüren, Meerjungfrauen sehen und laut an den Docks singen. Ich will in einem Sturm enden, in einer Feuersbrunst und nicht in einem einsamen kleinen Turm. Lacht mich nicht aus, ich fühle mich so klein. So. Oha. Oha, warte mal, dieses Wache im Norden, Dingsbums. 1818. Das ist doch eher was für einen Krieger, ne? Nee, das ist ein Krieger. Stufe 13. Ich setze den auf, der ist cool. Guck mal, wie krass das aussieht. Heftig. Hier komme ich nicht weiter. So, und hier geht's hoch. Oh, ich habe keine... Ah doch, habe ich. Alles ist gut. So, weiter hoch ging's nicht, ne? Ne. Gut. Ich muss raus aus Miasma. Ich will mich porten nach Hause. Muss hier raus. Hier bin ich raus. Okay, ab nach Hause, Leute. Hier ist immer noch ein Fragezeichen. Und hier ist auch noch ein Fragezeichen. Das ist aber hier vorne bei unserem Dingsbums. Und das hier, ich habe keine Ahnung, was das sein soll. Vielleicht weiß das jemand von euch. Und dann müssen wir hier nochmal hin, wenn es hell ist, diese Fragezeichen abklappern. Verstreutes Erbe, verstreutes Erbe. Vielleicht sind das goldene Kisten. Sollten wir auf jeden Fall noch machen. Könnte ich mir vorstellen, dass das irgendwelche Rüstungskisten sind. So, ab nach Hause pennen, alles wegpacken. Erstmal schlafen. Ich habe gar keinen. Habe ich hier ein Bett? Ja, habe ich. Erstmal pennen. So, hier muss auch noch so viel eingerichtet werden. Aber das hier sieht schon ganz süß aus, finde ich. Nicht aufnehmen, schlafen.
So. Gute Nacht. Das war eine sehr kurze Nacht. Okay. Gut, dann gehen wir nochmal kurz runter ins Lager. So, denn das da rein, das da rein. Den nehmen wir mit, das da rein. Und Wasser kann ja auch erstmal oben bleiben. Das passt schon. Gut. Gut, gut, gut. Jetzt nochmal kurz reparieren und dann lass uns mal gucken, was wir brauchen, um den Altar auszubauen. So, okay. Also, mein lieber Altar, was brauchen wir? Erzähl. Schleim. Wir brauchen noch 8 Schleim. Indigo-Pflanze. Ich gucke erstmal nach Indigo-Pflanze. Ein Schleim kann ich, glaube ich, bauen beim Alchemisten. Hier ist Indigo. Habe ich extra angebaut. Wir müssen natürlich auf jeden Fall gucken, dass wir die ganzen Felder hier wieder bestücken, weil wir brauchen sehr viel Stuff. So nach und nach. So. Gut. Indigo. Und jetzt noch dieses andere Zeug. War das der? Ja. 8 Stück, ne? Das reicht nicht. Wir brauchen Insektenstaub noch. Okay, wir haben sehr viele Brutlingsbeine. Ich habe auch ganz viel liegen lassen in der Stadt. Ich weiß. Wir brauchen jetzt 8. Machen wir gleich Umschalt leer. Und dann mache ich 10. Sehr gut. So, und dann müssten wir jetzt theoretisch freischalten. Ach nee, Kupfererz. Ach, ich habe kein Kupfererz mehr. Ach, jetzt come on. Dein Ernst jetzt? Dein Ernst? Okay. Wo war das immer? Wo haben wir Kupfer? War das hier? Höhlenpassage, da gehen wir jetzt hin. Ich brauche jetzt nicht so viel. Ich werde jetzt auch nicht so viel abbauen. Aber wir müssen ein bisschen was organisieren. Hilft nicht. So, und zwar da. Go. Wie viel brauche ich? Eine Menge. So, Leute, ich gebe zu, das habe ich mir jetzt wirklich zu einfach gemacht in Leuchtenstein. Und auch mit dem Boss, das war jetzt ein bisschen extrem einfach. Also, ich habe die Gegner über Wemod quasi komplett dumm gestellt. Das würde ich erstmal nicht mehr machen. Dann habe ich meine Stärke um einige Punkte erhöht, kritischen Schaden um einige Punkte erhöht, habe meine Ausdauer auf unendlich gesetzt. Ja, das war es eigentlich. Diese 3 Sachen habe ich gemacht. Aber ich tendiere doch eher dazu, die Gegner nicht auf dumm zu stellen, weil das macht nicht so viel Spaß, wenn die sich kaum bewegen. Und auch bei den Bossen. Ja, bei den Bossen tendiere ich schon eher dazu, die auf dumm zu stellen. Also das würde ich wahrscheinlich auch so lassen in Zukunft. Aber alle anderen muss jetzt nicht sein. Das war jetzt ein bisschen zu krass. Weil normalerweise hätte der Wurm sich natürlich bewegt und hätte seine Attacken gemacht. Pipapo. Aber ich wollte jetzt einfach fertig haben und schnellstmöglich hier hinter mich bringen. Und dann gehen wir in neue Gefilde und werden das dann entsprechend anpassen. Ich werde auch häufig wahrscheinlich die Remote gar nicht anhaben. Muss ja nicht, ne? Das ist ja eher für die Situation gedacht, wo es dann brenzlig wird, wo man sich einfach zu schwach fühlt. So, ich habe Kupfer. Wir machen jetzt erstmal das Upgrade, dann haben wir das endlich erledigt. Und können dann quasi in der nächsten Folge frisch und munter gucken, dass wir diese Werkzeuge bekommen. Und im neuen Biom, denke ich mal, wird es auch ein bisschen haariger werden. Aber ich werde einfach nur meine Stärke so ein bisschen beibehalten. Und alles andere lasse ich dann wieder wie gehabt. Mit Ausdauer wieder normal und diesen ganzen. Also nur die. Ich werde mich einfach einen Tick stärker machen, damit ich ein bisschen safer bin. Und das war's. So, habe ich schon repariert? Nee, ne? So. Okay. Jetzt machen wir die Flamme fertig. Stärke der Flamme.
Dadurch haben wir ja auch einen besseren Attributsbonus jetzt dadurch, ne? Lass mal nochmal gucken. Charakter hier. Stufe 16. Und... wo steht denn das? Primäre Attribute um je 3, genau. Das heißt, da sind wir ja allgemein jetzt schon einen Tick besser und stärker. Das ist sehr, sehr cool. Ansonsten passt das soweit. Ich weiß jetzt gerade nicht so genau. Ich habe eine Hüterhose an. Plus 45 Lebenspunkte. Das ist alles das Richtige? Die Hüterhose war, glaube ich, einfach besser als die davor, ne? Ich habe hier einen ganz schönen Kauderwelsch an. Naja. Gut. So, wir haben jetzt also eine bessere Flamme. Und ich sehe schon, wir sind schon bei der nächsten Stufe Minzpilzfleisch, fossile Knochen, Ammoniakdrüse, Hirnerz, Räubusch, Brutmonstrositätkopf, da ist schon der nächste Boss, den wir dann dumm machen werden. Aber alles andere, aber auch nur dort dann. Ja. Interessant, Leute. Ich bin schon so gespannt, wie das neue Biom aussehen wird. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Das heißt hier Säulen der Schöpfung. Die Bitte des Schmieds. Da müssen wir hin, ne? Da war geschlossen. Ist das denn jetzt offen? Was ist das hier? Ah ja, das ist die Bitte des Schmieds. Und wo sind die Werkzeuge? Auch dort. Alles dort, oder was? Ein verstreutes Erbe. Also da gehe ich davon aus, dass das hier, zum Buddeln ist wahrscheinlich. Ich würde sagen, da gehen wir jetzt nochmal hin. Das müssen wir nochmal machen eben. Würde ich gerne abschließen. Irgendwas muss ja da sein, weil wenn ich aus dem Spiel rausgehe, sind die Gegner alle wieder da. Und das würde ich jetzt gern vermeiden wollen. So, lass mal gucken. Also einmal hier vorne. Wegpunkt. Hier? Ja, hier wohl nicht. Hier? Oh. Oh ja. Es ist wirklich eine goldene Kiste. Wie geil. Nein, nein, nein. Nein, 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 nein. Die sind immer noch dumm, ne? Ich habe die noch nicht umgestellt. Wache des Nordens Hose. Geil. Lass mal gucken. Lass mal gucken. 27 Ausdauerpunkte. Okay, wir verlieren dadurch ein bisschen Zeit im Miasma. Ist vielleicht nicht so geil, ne? 38,15. 27,27. Ich behalte mal die Hose an. So, und hier ist noch ein Briefchen. Kann ich da nicht ran, oder? Hä? Doch, jetzt. Wir sind ausgesperrt. Was? Was war das denn jetzt? Hä? Hallo? Bin ich irgendwie... Was war das? Oh, da du auch noch. Hä, was war das denn? Oh mein Gott. Also ich kann den Brief nicht lesen. Ich weiß nicht, was mich hier getötet hat. Ich bin mir nicht sicher. I don't know.
So, hier geht's raus. Das ist schon mal gut. Ich muss auch dringend hier raus. Oh, lecko mio. Bin gleich wieder tot. Okay. So, warte. Kurz justieren. Oberstadtkommander, ein verstreutes Erbe. Jetzt gehen wir erstmal darüber. Wir müssen ja die ganzen Truhen mitnehmen, das ist aber ganz klar, oder? Das ist ja wohl klar. Bin ich wieder hier? Immer noch nicht verstanden, was das hier sein soll. Da ist nichts, Leute. Muss ich hier was aufbuddeln vielleicht? Ist hier irgendwas drunter? Sieht nicht so aus. Hä? Keine Ahnung. Naja. So, dann nehmen wir den hier. Da gehen wir rüber in die Richtung. Irgendwo muss noch eine Truhe sein. Sieht aus wie ein Knopf. Standort unten. Ja, bitte. Oh nein. So, Wegpunkt erreicht. Ja, muss ja irgendwas gebuddelt werden hier oder was? Hier ist doch irgendwas, eine Truhe drunter, oder nicht? Ich raff's nicht. Wegpunkt erreicht. Oh. Nein, ich wollte nicht essen. Ich bin hier gerade reingefallen, hä? Krass. Mega krass. Ah, ja. Okay, was haben wir hier? Wache des Nordens, Brustplatte. Heute kehren wir zur Erde zurück. Ich hätte nie gedacht, dass ich in meinen letzten Tagen noch einen Krieg, ja, eine Invasion erleben würde. Ich habe schon so viele begraben. Ich gestehe, dass mich das beruhigt. Ich begleite Menschen auf ihre letzten Reise, so viele letzte Abschiede und heute ist meiner gekommen. Die Nordarmee hat die Tore passiert. In der Burg finden wir keinen Unterschlupf. Gommander hat alle Türen versperrt, alle Tore herabgelassen. Das wird die Horde nicht aufhalten. Sie werden einen Weg finden. Die Erbauer schützen uns. Miasma strömt hinein, etwas tropft nach oben herab. Wenn das hier jemand findet, wenn jemand übrig ist... Ja, okay.
So. Das heißt, wir haben schon was gefunden. Voll die Gruft hier. Okay, wie komme ich hier wieder raus? Hier. So, das haben wir. Hier geht's raus. Okay. Eine ist noch übrig, ne? Hier, keine Ahnung. Ich weiß nicht, was das hier für ein Ding ist. Und dann haben wir noch das Ding. Das würde ich jetzt auch gerne noch mitnehmen, damit wir dann quasi Leuchtenstein damit abschließen können. Jetzt mal gucken, wie wir da, wo immer das ist, hinkommen. Und der 23 Meter. Geh mal hier rüber. So, und dann? Au. Oh. 82 Meter darüber. So, erstmal aufladen. 59 Meter in die Richtung. Oh Gott. Drei Meter. So, Standort oben. Okay. Und da kann ich dann vielleicht auch nach Hause porten. Geht's hier noch weiter? Ja, da ist ein Brief. Wie komme ich da hin? Da? Oha. Aber der Brief ist hier. Also da in der Mitte ist auch noch was. Wache des Nordens Stiefel. Kriege ich jetzt die ganze Rüstung? Belagerungsbericht Tag 3. Täglich. Treffer heute 17. Es ist nichts mehr da. Zerfetzt wie Zuckerwatte. Ihre Katapulte sind Teufelswerkzeuge, verdorbenes Feuer, hellblau und verschwommen in ein fauliger Gestank. Eine unbekannte Zahl. Zu viele, angeführt von Forgot. Er kommt. Schwere Stiefel hat Kadens Schädel zertrümmert, unten verloren, Dreck und Schlamm, alles rot. Eine Welle aus Stahl bahnt sich den Weg zum Marktplatz. Meine Brüder unten schreien. Kein Weg dorthin. Es ist laut. Die Schreie. Ich kann das nicht ertragen. Bei den Göttern. Bitte. Ich bin nur ein Knappe. Bitte lass mir meinen Kopf. Kaden, es tut mir so leid. Mhm. Au. So, wie komme ich hier rein? Habe ich irgendwie so eine Bombenbein? Nee, ne? Dann gehe ich da rein. So rein. Ja! So, hier. Stadtmauersteinblöcke. Zu Erlands Zeiten waren die alten Mauern undurchdringbar, doch jetzt zerfallen sie zu Staub. Bei jeder Wacht sehe ich, wie der Rauch näher kommt. Der Mistral treibt eine beißende Süße herüber, Fäulnis und Verfall. Sie werden sich bald durch die äußere Mauer gefressen haben. Selbst der Bergbauschacht im Osten enthält nicht genug Steine, um die königliche Ägide rechtzeitig vor der drohenden Belagerung wiederherzustellen. Aber wo sind jetzt die Stadtmauersteinblöcke? Habe ich die jetzt gelernt oder was?
Hä? Also das Ding ist mir ein Rätsel, Leute. Wenn ihr wisst, was das ist, sagt's mir bitte, dann gehen wir da nochmal hin. Aber ansonsten Stadtmauer, Steinblöcke? Was ist das hier? 500 Meter. Das ist außerhalb, ne, der Stadt. Ja, das ist außerhalb. Okay, ich porte mich jetzt nach Hause. Ich denke, wir sind jetzt erstmal durch hier. In Leuchtenstein. Das ist, glaube ich, ausreichend. Wir haben aber noch mehr Steinblöcke. Oder noch mehr Blöcke, so hießen sie. Das habe ich gesucht. Oh nein, da hinten, habe ich gerade gesehen, ist was Rotes gewesen. Ich habe wahrscheinlich noch gar nicht alles in Leuchtenstein gesehen, ne? Könnte ich mir vorstellen. Garantiert nicht. Naja. Wir haben auf jeden Fall noch zwei Blöcke, die wir hier aufdecken müssen. Einmal hier. Und einmal hier. Refugium der Flamme. Hier ist irgendwie so ein Dungeon. Da müssen wir noch mal rein. Aber das machen wir als nächstes nicht. Als nächstes werden wir zu den Säulen der Schöpfung. Ich glaube, ich muss noch mal... Ich muss noch das Ding abbauen, ne? Den Altar muss ich abbauen. Aber das machen wir dann beim nächsten Mal. Weil wir den mitnehmen müssen. Oder habe ich jetzt mehr Altäre? 6 von 7. Oh. Ja, toll. Also ich kann mir noch einen Altar bauen. Ne? Dann lassen wir den anderen erstmal einen Leuchtenstein stehen. Das ist ganz gut. Dann packe ich jetzt alles weg hier. Zieh die Rüstung komplett an. Zieh die jetzt einfach komplett an. Why not? 44, 44. Ja, come on. So. Dann Hose. Hä, wie cool das aussieht. Dann Stiefel. Handschuhe haben wir. Wir sind komplett, ne? Wir haben die komplette Rüstung. Nice. So, dann ist natürlich die Frage, haben die alle noch irgendeine Quest für mich? Aber wahrscheinlich nicht. Ne, wahrscheinlich erst, wenn wir rübergehen ins Biom. Okay, dann sind wir so weit an der Stelle fertig. Ich stelle jetzt alle Gegner wieder auf nicht mehr dumm. Und pack die unendliche Ausdauer weg. Und dann sind wir beim nächsten Mal wieder einsatzbereit. Und ich freue mich schon sehr auf das neue Biom. Bin sehr gespannt. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.